TH Barbecue mit Herzglut grillen. Jetzt geht's los. Ich mache heute ein One-Pot-Lachsgericht und dafür bereite ich mir erstmal meinen Monolith Icon vor. Frische Kohlen habe ich mir bereits reingefüllt. Die muss ich jetzt erst noch mit dem Luftleiter entzünden. Ich kann es euch nur empfehlen, das so zu machen. Ihr habt keine komischen Gerüche bzw. Rückstände, die sich in eurer Keramik festbrennen könnten. Gut, wenn der Grill an ist, kommt der Deflektorstein schon mal rein und das Grillrost. Und jetzt kann der Icon aufheizen, dazu alle Ventile aufmachen. Und jetzt geht's weiter mit den Zutaten für den Lachs. Da haben wir natürlich ein wunderbares Stück Lachs und etwas frischen Dill, Sahne, Senf und Honig. Weiter geht es mit frischen Erbsen, einer Zwiebel, eine Knoblauchzehe und Kapern, und bei den Kapern habe ich auch so ein bisschen vom Kapernwasser mit drin. Ja, dann fehlt noch Pfeffer und Salz und dann können wir auch schon loslegen. Los geht's mit der Zwiebel, die wird einfach nur schnell geschält, sprich links und rechts die Enden abschneiden, einmal halbieren, Schale runterfummeln und dann wird die Zwiebel in relativ feine Halbringe geschnitten. Die sollen nämlich so ungefähr in 25 Minuten in der Sahne gar werden. Das heißt, schneidet hier diese Halbringe möglichst fein runter. Mit einem scharfen Messer wie hier dem Gießermesser funktioniert das wunderbar. Und weiter geht's mit dem Knoblauch. Hier einfach auch kurz die Schale entfernen. Der altbewährte Knoblauchtrick. So kriegt ihr die Schale relativ zügig runter. Die kann weg und dann wird der Knoblauch halbiert und anschließend ebenso wie die Zwiebel in feine Stücke geschnitten. So, einfach hier den Knoblauch so fein wie möglich runterwürfeln. Ihr könntet natürlich auch eine Knoblauchpresse verwenden. Ja, den Dill, den tülle ich mir einfach nur so zusammen. Einen ganzen Bund braucht man dafür natürlich nicht, sondern nur so ein paar Zweigchen. Die dicken Enden, die lasse ich auch draußen. Ich möchte vom Dill tatsächlich nur die feinen Spitzen. Tja, dann sind wir soweit durch mit dem Geschnibbel. Jetzt kommt die Sahne hier schon mal in meine Schüssel. Und ich stelle mir den Becher Sahne immer noch mal an die Seite, weil den letzten Rest kriegst du nur raus, wenn du so ein bisschen wartest. So. Senf kommt in die Schüssel und jetzt der letzte Rest Sahne. Weiter geht es mit dem Honig. Und die Kombination aus Sahne, Senf und Honig, die ist schon mal weltrekordverdächtig. Also das auf jeden Fall mal nachmachen. Wenn ihr es mit Fisch nicht mögt, dann macht es euch zu einer leckeren Pastasoße. Ich kann euch das nur wärmstens ans Herz legen. Etwas Salz hinzufügen und auch etwas Pfeffer. Und weiter geht's dann nach dem Pfeffer, dass wir das Ganze jetzt hier schon mal ordentlich durchrühren. Der Honig, der soll sich mit der Sahne und dem Senf schon mal verbinden. Und jetzt bei den kalten Temperaturen muss man den dazu ein bisschen überreden. Deswegen ordentlich durchrühren das Ganze. Und dann können wir noch den Dill hinzugeben. Tja, und dann nochmal rühren und dann haben wir unsere Soße auch schon fertig vorbereitet. Übrigens, die Idee zu dem Rezept stammt tatsächlich nicht von mir, sondern von dem YouTube-Kanal Brot mit Ei. Und falls ihr den noch nicht kennt, guckt da gerne mal vorbei. Lohnt sich. Okay, der Lachs kommt hier in meinen Dutch Oven Deckel. Das ist der 4,5er von Barbecue Toro. Der hat nämlich einen schön hohen Rand und da kann man solche Gratiniergerichte wunderbar drin machen. Den Lachs habe ich jetzt also gesalzen und gepfeffert. Gebe jetzt die Zwiebelringe drüber und die vertüttel ich so ein bisschen, dass die sich also schön wie so ein Bett da drüber schmiegen. Und anschließend kommt der Knoblauch hinzu. Tja, und dann gießen wir das Ganze an mit unserer Lachssoße. Und zwar, hier kommt sie, die Sahne, Honig, Senf, Dillsoße. Ihr seht, das ist also gerade so viel, dass alles ordentlich bedeckt ist und das gratiniert nachher wunderbar. Dann die frischen Erbsen, das waren jetzt so TK-Erbsen, die können auch ruhig noch so ein bisschen angefroren sein, das macht gar nichts. Die verteile ich hier einfach nur über dem Lachs und so ein bisschen ringsrum.
Weiter geht's dann mit den Kapern. Auch hier einfach schauen, dass ein paar oben drauf liegen. Und wenn ihr keine Kapern mögt, dann lasst sie einfach weg. Aber ich finde, das gibt dem ganzen Gericht tatsächlich nochmal so einen extra Kick. Und das Kapernwasser nicht zu vergessen. Ja, der Grill ist fertig vorgeheizt. Wir haben so ungefähr 180 Grad im Grill. Da kommt jetzt unser One-Pot-Lachsgericht drauf und verabschiedet sich zunächst mal für 20 Minuten. Nach besagten 20 Minuten bei 180 Grad schaue ich mal nach und ja, das Ganze ist schon auf einem schönen Weg, aber ich habe mich entschlossen, hier muss noch ein bisschen Käse drüber. Deswegen hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen frischen Parmesan drüber reiben. Das gibt dem Ganzen nochmal so eine schöne kleine Käsehaube und das war noch kein Fehler, niemals. Okay, jetzt das Ganze nochmal für weitere 10 Minuten überbacken lassen und nach insgesamt 30 Minuten auf dem Grill sieht unsere One-Pot-Lachs-Geschichte folgendermaßen aus. Und ich möchte sagen, jawohl, das sieht lecker aus. Und wir schauen mal nach dem Fisch, jawohl, der ist auch noch schön glasig da drin und saftig. Das war mein Lachs-One-Pot-Gericht. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, schreibt mir einen freundlichen Kommentar und solltet ihr TH Barbecue noch nicht abonniert haben, dann könnt ihr das jetzt gerne nachholen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.